Ja, willkommen hier bei meiner Ausstellung auf der Grazer Häuselbauermesse. Ich darf ein wenig über meine Werke sprechen. Und zwar, ich bin bildende Künstlerin aus Graz und mein Markenzeichen ist das Herz. Das Herz hier ist dargestellt als Lebensbaum. Es ist da unten so ein Schwung. Der Schwung symbolisiert die Wurzel eines Baumes. Die Wurzel gibt den Baum Halt und Kraft, sie gibt auch die Liebe Halt und Kraft. Wenn man auf die rechte Herzhälfte schaut, ist das eine 2. 2 als Symbol für Zweisamkeit, Zusammenhalt und Zuversicht. Und das geht es im Leben, immer um ein Miteinander. In der Mitte sind es wie zwei Schwäne, die sich küssen. Dieses Herz habe ich hier in Bronze poliert und Bronze patiniert. Wenn man da jetzt auf mein Dekolleté zoomt, habe ich das Herz auch in Echtgold, also in Weißgold, es gibt es auch in Gelbgold und in Rotgold und selbstverständlich auch in Silber. Ja, dann zu meinen Bildern. Hier im Hintergrund haben wir ein 3D-Bild mit einem Schwemmholz. Und da ich jedes Bild nach Musik male, dieses ist entstanden nach dem Film Der Gladiator. Weiter, ich gehe sehr gerne wandern, nehme immer wieder was mit. Hier ein Ast aus dem Wald und das ist das Bild Verwurzelt. Inzwischen einmal ein Akt und hier zwei Collagen. Einige Tiercollagen. Ja, und sehr gerne male ich auch live auf der Bühne. Ich bin Performance-Künstlerin. Das berühmteste, wo ich dazu gemalt habe, ist Opus zu dem Lied Life is Life. Und hier habe ich ein Bild, das ist zu Robert Eberhardt. Habe ich auch live auf der Bühne gemalt. Und wie gesagt, man kann mich auch gerne engagieren, dass ich live zu ihrer Feier ein Bild male. Dankeschön.